Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Ich bin's wieder, Lot 986. Aufnahmelaune ist total vorhanden, wie man vielleicht auch merkt, denn ich nehme hier eben gerade, weiß ich nicht, wie viele Folgen schon am Stück auf. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, denn da vorne steht ein wundervoller Buggy und mit dem möchte ich ein bisschen durch die Gegend buggen. Klingt komisch, ist aber so. So, Kollege, du bist tot. Tut mir leid, aber plündern kann tue ich dich trotzdem. Zwei ganze Dollar, ey. Die werden ja immer reicher, die Leute. Bringt dieses Fahrzeug samt der geladenen medizinischen Ausrüstung zur Markierungsfackel, bevor die Zeit abläuft. Alles klar, mach mal. Hau rein. 58 Sekunden haben wir. Und noch eine hochschalten. Komm, da kannst du noch ein bisschen mehr hochschalten. Fackel Nummer 1. Boah, fährt der sich göttlich. Der fährt sich wie im Far Cry 2. Genauso genial. Hallo, na? Nein, wir springen nicht drüber. Nein, nein. Wer weiß, wo wir sonst landen. Das wäre ungünstig. Oh, hallo. Na? Oh, na, vielleicht ein paar Unschuldige auch mitgenommen. Ja, ja, ich weiß, dass ich keine unschuldigen Zivilisten töten soll. Was soll ich denn machen, wenn sie im Weg sind? Hä? Soll ich fragen, ey, geht mal beiseite oder was? So, Fackel Nummer 3 und da vorne ist auch schon Fackel Nummer, letzte. Erfolg der Übergabe. Wo sind wir hier? Was haben wir hier? Will mich irgendjemand angreifen? Hat mich irgendjemand lieb? Nein? Okay, dann. Das hat wehgetan. Das habe ich aber gesehen. Das hat definitiv wehgetan. Da ist er mir den Kopf sehr aufgekommen. Aber richtig. Wer feuert denn hier schon wieder? Feuern die auf mich? Nein? Gut. Wenn sie nicht auf mich feuern, ist mir das auch egal. Da, Kiste. Suddle, 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 suddle. Wo sind wir denn gerade? Erstmal umgucken. Wo sind wir denn? Was können wir hier machen, Schönes? Hier unten ist kein weiterer Reisepunkt vorhanden. Doch, da könnten wir. Der Waisenpunkt. Der Waisenpunkt. Ach du Scheiße. Das wird immer schlechter hier. Da oben haben wir eigentlich auch noch Westhaus Weckers Haus. Ha. Ha. Ja, hier können wir jetzt eben gerade nicht so wirklich viel machen. Ne? Die Kisten finde ich eben gerade uninteressant. Aber was wir machen können. Wir können ja mal zeigen, was wir drauf haben. Verdammt. Habe ich ihn? Okay, auf die Entfernung kann ich anscheinend nicht wirklich treffen. Jetzt rausschwimmen bis zu den Haien, ist vielleicht auch gar keine so gute Idee. Mit einem Boot wäre das Ganze schon ein bisschen cooler. Verdammte Axt. Ein Schuss noch. Nicht erwischt. Wettet doch mal aufmerksam auf mich. Hallo. Ich rede mit euch. Merkt ihr nicht, dass hier einer auf euch schießt oder was? Na, wartet. Ihr werdet jetzt gleich doof gucken, wenn ich damit einmal unter euch auftauche und euch einfach so entere. Oh, da vorne ist Nai. Ich schwimme direkt auf Nai zu. Okay, wie soll ich den bekämpfen? Wie soll ich den bekämpfen? Wie soll ich die bekämpfen vor allem? Aua! Wie soll denn das gehen? Ich kann noch nicht mal was feuern. Ich habe gar nichts. Ich brauche eine Harpune dafür. Ah, warum sagt das denn keiner? Dafür brauche ich irgendeine Waffe. Ich brauche eine Unterwasserwaffe. Sonst kann ich nicht mit heilen. Nö, geht ja gar nicht. Wie soll das gehen? Das ging ja dann nur noch vom Boot aus. Und das bezweifle ich, wenn ich ehrlich bin. Ja, doch, möglich wäre es eigentlich. Ja, 130 Dollar. Faustwaffen, nein. Schrotflinten, Sturmgewehre, LMGs, Granatwerfer, Spezielles. Ja, was soll ich mit einer Leuchtpistole muss? Einzigartige Waffen, genau. Wir kennen. Nee, ist auch nicht das, was ich brauche. Wie soll ich das denn machen? Soll ich mit Granatwerfer mal so eine Runde... Eine Runde jagen gehen. Auch eher unwahrscheinlich, oder? Okay, wo wäre das nächste Haigebiet? Außer das da unten.
Eins, das man von hier aus vielleicht auch nochmal erreichen kann. Wäre das da. Ja, da kann man vielleicht, da kann man... Nee, das da wäre viel besser. Okay. Weil wir haben ja was ganz Tolles hier. Mal gucken, wie weit wir kommen. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir mal wieder voll auf die Fresse fliegen. Aber das wäre ja auch nichts Neues. Oh, wir können perfekt darüber gleiten. Aber perfekt. Zack. Geil. Zurücklehnen, entspannen. Nach oben ziehen oder so. Braucht man großartig nicht. Nö, wir gleiten einfach darüber. Genial. Ich sage, wir werden da drüber fliegen eben gerade. Aber ist mir egal. Wir fliegen einfach. Cool. Jetzt hatten wir, letztes Mal hatten wir eine Pokerfolge gehabt. Oder hatten wir schon gehabt. Jetzt haben wir noch so eine schöne Gleiterfolge, wo wir eigentlich, wo wir wirklich nur... Ja gut, nur ist gut, aber ne, wir machen halt eben echt coole Sachen, wie ich persönlich finde. Sind entdeckt worden, aber was sollen sie machen, ey? Wir sind so schnell wieder weg, da kommen die gar nicht hinterher, da haben wir gar keine Schnitte gegen, ey. So. Nun, man kann sich auch mal ein bisschen umgucken, man kann sich hier... Ja, oh, es ist einfach toll. Das ist doch herrlich. Nein, ich wollte die Karte haben. So, wir sind... Dahinter ist der, ja gut. Alles klar. Müssen wir jetzt so langsam Richtung Landung ansetzen. Das wird jetzt tricky, weil ich muss ja landen. Das habe ich ja beim ersten Mal schon hingekriegt. Also, wenn wir landen, dann landen wir am besten auf dem Wasser. Oder halt eben knapp drüber. So, jetzt holen wir uns das Boot. Nicht das eine Boot, also das Boot, nicht der Film, sondern... Ne, wir holen uns... Oh Gott, ey, ich dachte, das wäre ein Boot. Das ist doch kein Boot. Von da aus kann ich doch nicht drauf schießen, ey. Oh, man. Wie soll ich das denn sonst machen? Das geht doch gar nicht anders. Die ganzen Waffen funktionieren unter Wasser nicht. Und das, die Haie sind ja hier auch nicht direkt um die Ecke. Wie soll man den Haie jagen? Ohne Messer. Was man ja unter Wasser nicht benutzen darf. Oh, Idee. Das könnte sogar wirklich gehen. Wir haben ja ein Scharfschützengewehr. Das könnte sogar was werden. Das wäre ein... das wird jetzt so richtig tricky. Das wird jetzt richtig tricky, weil man muss... Das Problem ist, ich muss den da erwischen, wo er draußen ist. Nicht da, wo er drin ist. Wenn ich mal hier wieder einen sehen würde. Sind die ja jetzt... Ja, da. Genau deswegen. Im Wasser treffen... Tot? Tot. Geil. Geil. Ich habe meinen ersten Hai erlegt. Ich habe meinen ersten Hai erlegt. Jetzt muss ich den nur noch finden. Na, herzlichen. Das kann ja auch wieder weiterhin. Gefunden, gefunden. Ich habe meinen ersten Hai erlegt. Ja. Wie cool, wie cool. Ja, ja. Jetzt stell ihn hier so an. Nimm die Haiehaut mit und dann kannst du an den Wasseroberfläche. So. Hast du fein gemacht. Das ist aber wirklich nicht einfach, man muss sie gut treffen, weil man kann die nur über Wasser treffen. Unter Wasser wird die Kugel einfach so schnell, so stark abgebremst, dass die Haihaut nicht durchschlägt. Das kannst du knicken. Das kannst du mal getrost vergessen, die Aktion dann. Da hinten ist der nächste. Nice. Ja, genau, fall runter dabei, ey. Ja, das ist, wenn man nicht aufpasst, wo man langläuft. Ja, nehmen wir am besten von dem Standpunkt aus. Oh, das ist ja sogar noch besser. Erwischt? Nein. 3 Schuss. Ja, ja, stell dich nicht so an. Aber wir müssen schnell zum Hai. Den hätte ich aber auch so erledigen können. Warum darf ich denn kein Messer unter Wasser benutzen? Das ist doch absoluter Bullshit. So, starker Waffengurt ist bereit. Wir dürfen noch mehr Waffen mit uns rumtragen. Ich weiß zwar gerade noch nicht mal, welche ich mal als dritte Waffe tragen will, aber ich kann jetzt schon die vierte Waffe dann dementsprechend herstellen.
Beziehungsweise mit mir rumtragen. Das heißt, es ist der letzte Waffen. Oder eine Brieftasche. Ja, wir machen die. Nehmen wir mal eine starke Brieftasche. Fell des Einhorns. Fell des Einhorns. Really? Einhorn? Wie geil ist das denn? Fell des Einhorns. Krass. Was ist das denn? So, Pflanze. Alles klar. Jetzt machen wir noch was anderes. Ich bin jetzt erstmal glücklich. Wir können jetzt ewig viel Geld mit uns rumtragen. Haben also Geldprobleme, Sorgen, Nöten nicht vorhanden. Wir schnappen uns jetzt das liebe Bötchen da. Das Bötchen da. Das da. Was ich ja immer noch nicht als Boot ansehe. Ja, ich wollte gerade sagen, ey, Ebbe und Flut haben sie also auch noch mit reingebracht. Zumindest so ein bisschen. Wir holen uns jetzt noch den Punkt da. Kostet es, was es wolle. Ist mir egal. Wir holen uns den. Wollen wir mal vorher aussteigen. Das ist immer gut. Wir haben... Alter. Das ist so eklig. Das ist so ekelhaft, wenn er das tut. Gut, da ist der Punkt. Schon mal ducken. Ah, was haben wir denn da schon? Das ist ein Sniper. Ein Schnieper haben wir da. Da haben wir noch ein paar andere. Haben wir noch ein paar mehr. Da ist noch einer. Jo. Haben wir noch mehr. Da haben wir doch bestimmt noch... Ja gut, wenn wir mehr im Panier haben, ist auch okay. Kopfschuss. Fuck. Gut, Kopfschuss. Ah, schön, schön. Perfekt. Perfekt. Schön hätte man das so echt nicht timen können, oder? Die ganze Aktion. Ha, ohne entdeckt zu werden. XP-Bonus wieder oben drauf. Bam, chikwawa. Ein richtiges Boot. 1500 Experience. What the fuck? Zwei Fähigkeitenpunkte erhalten. Ich wiederhole mich, aber what the fuck? So, Leben regeneriert sich schneller. Ja, bitte. Halte R gedrückt, um deine Waffe beim Sprinten nachzuladen. Oh ja, danke. Endlich sinnvolle Fähigkeiten hier. So, Nummer 3 von 34 befreit. Ein neuer Ort für die Schnellreise entdeckt. Oh yeah, oh yeah. Nachdem der Anfang so ein bisschen verkorkst war. Neuer Pfad des Jägers ist wieder frei. Sehr schön. Das freut mich. Ich hoffe, der Familie geht's gut. Den werden wir nämlich jetzt auch direkt angehen. Ist das der hier? Nein, das ist Most Wanted. Will ich nicht haben. Wo ist der Pfad des Jägers? Am Arsch des am Arsch der Welt, ey. Oh, das ist doch echt nicht. Das machen wir wieder. Das. Da machen wir wieder Trick 17, ey. Da machen wir Trick 17. Gut, dass die Schnellreisefunktion gibt. Die nutzen wir natürlich auch gnadenlos aus. Da haben wir doch gar kein Problem mit. Also ich habe damit kein Problem. Wenn ihr damit ein Problem habt, dann habt ihr Pech gehabt. Weil. Ja. So, Schnellverkauf. Ja, bitte. Oh, ganze 13 habe ich bekommen. Hä? Warum habe ich... Hä? Warum habe ich jetzt so wenig Platz? Hatte ich neben gerade mehr Platz? Egal. Hier können wir eh noch Munition kaufen. Ach nee, wir können auch alles andere kaufen. Granatwerfer wäre eigentlich... Ja, genau. Ein zweites Scharfschützengewehr könnte man sich eigentlich auch überlegen. Beziehungsweise zwei Aufsätze hat das Ding schon drauf, alles klar. Eine Schrotflinte. Oh jo, eine Schrotflinte wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Die macht uns zwar arm. Aber ist okay. So, die möchten wir ebenfalls annehmen. Ja. Jetzt haben wir noch ganze 2 Dollar. Jetzt sind wir genauso reich wie die Typen, die hier rumrennen. So, unter 3 haben wir die Schrotflinte. Yep. Alles klar. Gut. Dann mal auf zum Jagdrevier. Ich habe ja die Hoffnung, wir kriegen wieder ein Scharfschützengewehr. Und dürfen damit jagen gehen.
Aber es könnte natürlich auch was anderes sein, wie eigentlich alles, was ekelhaft ist und mich nicht weiterbringt. Wie zum Beispiel eine Pistole oder sowas. Oder erledige die Viecher alle mit dem Messer, ey. Och, nee, bitte nicht. Das wäre ja wirklich Katastrophe. Mit dem Messer erledigen, das wäre. Das mag ich nicht. Das ist das Schwierigste davon. Oder erledige sie mit C4. Ach du Scheiße, damit habe ich ja noch nie gearbeitet, ey. Oh, da unten ist schon wieder Party angesagt. Party Art. Das Gebiet für mich wird jetzt gerade von den Piraten befreit. Deswegen sind jetzt hier überall auch diese Straßenkämpfe. Das hatten wir ja vorhin auch schon. Ja, was heißt vorhin? Vor ein paar Folgen. Ja, bei mir ist es vorhin, weil ich gerade ja im Bahn bin. Und absteigen. Ha, sanft verlassen. Sanft wie ein Engel. Naja, fast. Mit dem Bogen. Alles klar, cool. Geil. Wir müssen einen seltenen schwarzen Panther jagen. Wo ist der? Alles klar, der ist direkt um die Ecke. Das geht. Das ist okay. Das ist annehmbar. Oh, sorry. Oh mein Gott, was ist denn jetzt gerade? Tut mir leid, über die Gesundheit freue ich mich trotzdem. Ah. Das ging auf die Nase. Oh yeah. Ah, gut, geht wieder. Seltenen schwarzen Panther jagen. Einen schwarzen Panther. Einen schwarzen. Konnte es kein grüner sein? So, dann gib mal her. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Wir haben einen absoluten Oldschool-Bogen. Gut. Wir haben aber schon mal eine schöne Position eigentlich dafür. Da bin ich ja schon gar nicht mehr gewöhnt. Erster Treffer. Ich hasse es, wenn die Viecher anfangen wegzulaufen. Bitte was? Bitte. Oh nee, oder? Oh nee. Ich hab damit gerechnet, ich hätte unendlich Schuss. Oh, jetzt sag mir bitte nicht, ich krieg keinen Schuss da oben mehr. Ich brauch. Bitte. Gib mir. Danke. Ich weiß noch nicht, ob ich unendlich viel kriege, aber das bezweifle ich mal. Gut markiert ist der Kleine noch. Das ist sehr praktisch, besonders wenn dann noch dann andere Scheiße davor herumgeistert. Warte mal, ich kann dich doch auch gezielt damit erledigen. Gut. Schnell den das Leopardenfell mitnehmen, wechseln und dann versuchen wir unser Glück doch nochmal. Das ist Kacke. Du stehst da richtig scheiße, Kollege. Also richtig scheiße stehst du da. Bam. Der hat gedrückt. Der hat dir nicht gefallen, ne? Ja? Ja, ne. Ist klar. Eine Angriffe und ich bin fast dort. Einer noch eine Angriff und ich bin dort. Was zur Hölle. Gut, kann passieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich hier mit dem Panther weiterjage. Ich bin euer Lund1986. Bis dann.